einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen hier auf der Geländestrecke in Aachen und herzlich willkommen zum CAIO Aachen Magazin. Ich habe es ja schon angekündigt, uns erwartet heute Action. Denn heute im Fokus stehen die Vielseitigkeitsreiter und die Fahrer, aber natürlich nicht nur die, denn wir haben auch noch Dressur, Springen und weiteres tolles Programm. Am Anfang wurden wir unheimlich oft gefragt, warum heißt das Ganze eigentlich CIO Digital? Das liegt natürlich nicht nur an unserer täglichen Sendung und an unseren Real-Life-Streams, sondern vor allem daran, dass wir wirklich versuchen, euch das authentische CHIO-Feeling digital nach Hause zu transportieren. Und das machen wir über unsere Homepage. CIOAachen.de heißt die und da findet ihr wirklich alles, was ihr für echtes CIO-Feeling braucht. Wir haben zum Beispiel unser CIO Village. Da findet ihr per Link unsere Aussteller und könnt quasi shoppen. Wir haben natürlich auch unser CIO Quiz. Da könnt ihr rätseln und natürlich haben wir auch unseren Fanshop mit der neuen Kollektion. Ich trage gerade ein Polo aus der Kollektion und ihr findet alle neuen Teile eben auch auf unserer Homepage. Und das Beste, wenn ihr heute auscheckt an der Kasse, bekommt ihr sogar noch ein Geschenk. Digitaler CHIO heißt leider auch, dass eben hier auf der Geländestrecke, im großen Springstadion, im Deutsche Bankstadion, dass da keine Prüfungen stattfinden. Aber es heißt nicht, dass es keinen Sport gibt. Ihr könnt euch natürlich unsere Real-Life-Streams anschauen. Und ich will noch nicht zu viel verraten, aber morgen wird es da tagsüber auch nochmal richtig, richtig spannend. Für mich war vor allen Dingen faszinierend der virtuelle SAP Cup. So etwas gab es noch nie, vor allen Dingen auch das Starterfeld. Es sind Teams angetreten, die nie gegeneinander angetreten sind. Und das Ganze konnte man heute live sehen. Upgun Luva going so well for her though. Sandra Ofarth heads on. The Deutsche Bank complex out at the very far end of the course. Pops bravely off the bank there. No problems at all. Now this is the last chance for Germany. As Nicole alluded to, they've got about a third of the starters in this champion of champions. But at the moment, it's Britain's Zara Tindler leads. Sandra Ofarth, Upgun Luva, they pop through the two parts of the Turkish Airlines. They start to come back now towards the main arena. They jump that double of tractors just outside the main arena and they come on. And now the electric atmosphere in here, it's almost as good as Mercedes-Benz Nations Cup night. They're down into the water. Look at this now, the arrowhead and the terrain even in the arena being used so cleverly by Rüdiger Schwarz over this corner. 11 seconds they can afford. Look at this, they're over the double of hedge, but they're into time. Oh my goodness, they're 12 seconds over, 4.8 time penalties. This is not a German victory in the Champion of Champions, I'm afraid to say. Sandra Ofarth on 27.0 will drop to runner-up spot. Sandra Ofarth, Upgun Luva, sie hätte es haben können. Sie hatte 11 Sekunden Zeit über der Time Optimum, aber leider, leider kommt sie ganz knapp drüber nach Hause. 4,8 Punkte gibt es drauf für die Zeitüberschreitung. Ganz, ganz knapp. 22,2 war sie gestartet. 27 jetzt der zweite Platz für Sandra Ofarth, Upgun Luva hinter Zara Tindler und Toy Town. Leider kein deutscher Sieg 2020. Oh my goodness, we were watching at that clock. She could afford to be 11 seconds, but not 12. She comes agonizingly close, but it means the win goes to the combination who were world champions in this very arena 14 years ago. Zara Tindall and Toy Town are crowned the CIO Aachen Digital Champion of Champions here in 2020. Sandra Ofarth and Upgun Luva take that runner-up spot.
and the double Olympic champions Michael Young, Le Biestatique Sam completing the top three. Ingrid Klimke will be ruining those two virtual poles down in the show jumping. She takes fourth for SAP Hail Bob. Sarah Tindall und Toy Town gewinnen mit 26,8. Und dann kommen drei Deutsche, Sandra Auffahrt, Obgan Luwo, Michael Jung, La Biostetik, Sam FBW und Ingrid Klimke, die leider zwei Abwürfe im Springen hatte mit SAP Hail Bob ULD auf dem vierten Platz. Kommen wir von der virtuellen Vielseitigkeit zu unserem heutigen Gast. Und was wäre passender, als einen Vielseitigkeitsreiter einzuladen? Wer das ist, seht ihr bei Annika im Mercedes-Benz EQC Talk. Jetzt wird's rasant. Viel Spaß mit dem Mercedes-Benz EQC Talk. Herzlich willkommen im EQC. Wer bist du? Ich heiße Anna Sima und ich komme aus Lumülen. Heute sind wir ja zum Glück in Aachen. Du bist Vielseitigkeitsreiterin. Lieber hoch oder lieber schnell? Beides. Also muss man sich da entscheiden? Nee, beides will ich. Wenn du nicht Reiterin geworden wärst, was wärst du dann geworden? Irgendwas Schnelles wahrscheinlich. Also irgendwas mit Speed und Action. Du bist hier ja auch im SAP Cup schon mal am Start gewesen. Was bedeutet dir der Gio? Alles, oder? Also als kleines Pferdemädchen gibt es nur ein Ziel. Hier willst du hin. Bleibt neben dem Reiten eigentlich noch Zeit für andere Hobbys? Ich habe zwei Kinder, das reicht. Anna, schön, dass du da bist. Wie bist du durch die verrückte Zeit gekommen? Ja, wer Pferde hat, hat jeden Tag Aufgaben. Dazu habe ich noch zwei Kinder, da hast du noch mehr Aufgaben. Also das ging wunderbar. Also hattest du genug zu tun. Wir haben ja auch noch, wenn man sich noch ein bisschen beschäftigen möchte, die SAP Eventing Manager App. Und wie sieht dein Team aus? Also ich hoffe, ich weiß nicht, wie mein Team platziert ist, aber ich hoffe, ganz weit oben natürlich. Wer ist da so drin? Also Michi Jung natürlich und Andrew Nicholson. Ich habe gedacht, zwei, die auf jeden Fall durch dieses schwere Gelände richtig gut durchreiten. Was waren deine Kriterien? Wie hast du dich entschieden? Wonach hast du geguckt? Save the best, also die Besten nehmen und dann gucken, wen man noch so kaufen kann. Ist ja alles eine Budgetfrage. Apropos die Besten mitnehmen. Saskia, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber ich muss Anna jetzt einmal entführen. Wenn ich so eine Vielseitigkeitsreiterin hier einmal an meiner Seite habe, müssen wir einmal rübergehen zum Sprung. Das kann ich dir verzeihen. Ausnahmsweise sitzen wir mal auf dem Tisch und du springst nicht drüber. Aber du bist ja letztes Jahr hier das allererste Mal beim SAP Cup am Start gewesen. Sollen wir die Zeit so ein bisschen Revue passieren lassen? Ja, auf jeden Fall. Sofort zurückspulen. Wie war's? Super. Also alleine die Anfahrt war grandios. Hattest du Puls? Ja, also mein Mann ist mitgekommen. Das macht er selten. Aber das hat er sich nicht nehmen lassen. Wenn seine Frau in Aachen rein darf, kommt er auch mit. Und es war von Anfang bis Ende wunderschön. Es geht los mit Dressur, anschließend das Springen. Wo lagst du danach? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall nicht ganz weit vorne nach der Dressur. Aber ich war null und in der Zeit im Springen. Das waren nicht viele und das war richtig gut. Und das wünscht man sich ja auch. Und anschließend ging es dann eben ins Gelände. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was man denkt, bevor es dann losgeht in der Startbox, wenn du auf der Strecke bist, wenn du die ganzen Zuschauer siehst, den Applaus hörst. Hört man den überhaupt? Ja, den hört man auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, an was man alles so denkt. Man versucht sich zu konzentrieren. Auch hier blond, aber glücklich. Auch das probiere ich. Mich vor allen Dingen auf mein Pferd gut einzustellen. Wie fühlt sie sich heute an? Wie ist sie drauf? Und dann reitet man los. Und dann? Dann hofft man auf Applaus. Wenn es Applaus gibt, dann hast du es ja gut geritten. Also ich glaube, für einen Sturz gibt's oder für einen Ausscheiden gibt es weniger Applaus. Das hat ganz gut geklappt. Wobei man wirklich sagen muss, dass die Zuschauer hier in Aachen ja, auch wenn mal was schief geht, super empathisch sind. Die Geländeprüfung hier in Aachen ist vielleicht nicht die schwierigste der Welt, ist keine 5-Sterne, sondern eine 4-Sterne-Prüfung. Aber ich glaube wirklich, jeder Reiter will hier in Aachen einmal starten. Und wenn ich in Annas Gesicht schaue, dann sehe ich ein dickes Grinsen, weil du kannst das Gefühl bestätigen, oder? Ja, also Aachen ist ein Traum. Letztes Jahr ist er für mich wahr geworden. Und das fängt schon an, wenn du hier aus der Startbox rausgehst, beim Gelände abgehen. Der erste Sprung ist so dekoriert wie bei manchen anderen Prüfungen die ganze Strecke. Ein ganzer Blumenladen wird am ersten Sprung aufgebaut, ein Traum. Ist das nur schön oder ist das manchmal auch, dass man sich denkt,
Boah, für eine 4 Sterne steht hier schon eine Menge rum. Also ich muss sagen, wenn der erste Sprung schon Endmaß hat, dann ist man schon mal, sind die Pferde gleich eingenordet auf diese Höhe. Es ging super. Aber danach hat man es ja hinter sich. Also nicht richtig hinter sich, aber man hat das Endmaß schon mal gesprungen. Wie geht es dann weiter auf der Strecke? Eine Besonderheit ist ja wirklich, dass sie extrem kompakt ist. Hier kommt eins nach dem anderen. Es gibt viele Aufgaben auf wenig Strecke. Genau, es gibt viele Aufgaben auf wenig Strecke. Und die ersten Sprünge sind so ein bisschen zum Einlaufen, aber die technischen Anforderungen fangen in Aachen gleich bei Sprung 6 und 7 schon an. Und auch das erste große Wasser ist ja meist relativ am Anfang. 6 und 7? Erzähl uns ein bisschen was zu den Sprüngen. Das waren letztes Jahr zum Beispiel um diese beiden Hügel herum zwei steile Gatter. Da würde jetzt jeder Springreiter sagen, ja gut, zwei Steilsprünge ist doch kein Problem. Aber für Vielseitigkeitspferde, die eher hoch und weit springen, ist das eine richtige Klippe. Ja, das Hoch und Weit sieht man ja an diesem Tisch, ne? Also weit könnt ihr. Du hast das vorhin, ich mag euch das ja immer so ein bisschen erzählen, was ihr auch so erzählt, wenn die Kamera nicht läuft. Du hast vorhin gesagt, Weite ist für Vielseitigkeitspferde nie ein Problem. Nee, also Weite ist kein Problem. Jeder weiß, wie groß ein Galoppsprung ist. 3,5 Meter normalerweise. Wenn man dann jetzt hier auf so einem Tisch sitzt, der ist ja nicht 3,5 Meter breit. Also das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin, na Logo. Ich finde es immer wahnsinnig schön, mit welchem Selbstbewusstsein ihr Buschis das dann doch irgendwie so erzählt. Dass man glaubt euch das und ihr macht es dann ja auch tatsächlich. Wenn man sich jetzt hier so ein Hindernis anguckt, wo wir gerade drauf sitzen, das ist schon massiv. Das ist hoch, ich empfinde es als hoch. Es ist weit, ich empfinde es als sehr weit. Vielseitigkeit ist ein absoluter Teamsport. Also du musst ja mit dem Pferd zusammen funktionieren. Aber was für ein Mindset braucht man, um gegen solche Dinger zu reiten? Also ich zum Beispiel kenne mein Pferd schon, seitdem es 4 Jahre alt ist. Und wir haben ja ganz klein zusammen angefangen. Also ich bin mit ihr über ihren ersten Baumstamm gesprungen, über ihren ersten Tisch. Und der war mit Sicherheit in einer anderen Größenordnung als dieser. Und wir haben uns da langsam rangearbeitet. Und du musst in der Startbox hier stehen und dein Pferd muss glauben, es ist das Größte der Welt. Wie schaffst du das, dass dein Pferd das denkt? Ach, bei diesem Pferd geht es von alleine. Die denkt das nämlich wirklich. Ich habe tatsächlich mal einen Podcast gehört. Da hast du, glaube ich, erzählt, sie weiß, dass sie als Star ist. Ich glaube, sie wusste das vor allen anderen, dass sie ein Star ist und gibt mir auch das Gefühl und zusammen schaffen wir das. Von einem Star zum nächsten sozusagen, von dem vierbeinigen Star zu einem zweibeinigen Star. Die Rede ist von Ingrid Klimke. Sie ist hier schon sehr, sehr, sehr oft an den Start gegangen im SAP Cup und 2019 durfte sie ja das dritte Mal ihren Namen auf die Siegertafel schreiben lassen. Den hat sie nicht selber draufgeschrieben, aber er wurde für sie draufgeschrieben. Sie hat wieder mal gewonnen und wir durften sie besuchen und ein bisschen interviewen. Ich glaube, für uns Reiter ist es wirklich alle Jahre ein Glücksgefühl, den LKW zu packen und nach Aachen zu fahren. Weil man weiß, man hat einfach die coolste Woche vor sich. Aachen gehört einfach zu den Highlights des Jahres. Es gibt kein anderes Turnier, wo man so viele Top-Dressur, Top-Springen, die Fahrer, die Voltigierer, alle sind dort am Start. Und auch in das Dressurstadion einzureiten, unter der Brücke jetzt durch und dann ist auf einmal nur noch ein Stadion, man ist zusammen mit seinem Pferd, das ist wirklich ganz besonders. Also 2005 war ja das Test-Event für 2006, das war noch so ein bisschen in den Kindheitsschuhen. Da waren wir auf den Nebenplätzen und es wurde erstmal so ein bisschen geguckt, wie das so angenommen wird. Und dann war, glaube ich, das Organisationsteam von Aachen schon überrascht, dass doch so viele Zuschauer vor allen Dingen im Gelände dabei waren. Und seitdem ist es ja so gewachsen, dass jetzt an dem Samstag, ich glaube auch im letzten Jahr 2019, wieder das Gelände ausverkauft war. Es konnte keiner mehr drauf, das heißt, die Leute warten nur drauf, die fiebern gerne mit. Als ich 2015 mit Escada gewonnen habe und ins Stadion einritt, und das Gefühl hatte, dass wirklich alle Zuschauer sich hinter im Stadion gesammelt haben. Und als ich über die Ziellinie galoppiert bin, ging dann noch die Fontäne an und es war eine Wahnsinns-Ehrenrunde mit einem super Applaus. Und die Leute haben so mitgefiebert und sich mitgefreut. Das werde ich auch nie vergessen. In dem Moment, wo man dann zu dem Abreiteplatz kommt, die letzten 5 Pferde vorher, da stehen ja schon überall die Leute und gucken auf dem Abreiteplatz zu. Man kriegt ganz viel mit von der Atmosphäre. Die Startbox ist direkt nebenan. Also in den ersten Jahren, Bobby, hatte ich eher meine Not, dass ich mit dir in Ruhe zur Startbox kam. Bobby wollte nämlich schon immer den Frühstart wagen. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Pferde wirklich die Strecke kennen.
Also gerade 2019, da war ich ja auch dann ziemlich zum Schluss dran. Und der Abreiteplatz wurde immer leerer und Bobby wurde immer aufgeregter und wusste, gleich geht's los. Und dann hat er wirklich aus der Startbox raus mit gespitzten Ohren Sprung 1 gesucht. Ich habe immer auf die Uhr geguckt und gemerkt, wir sind vor der Zeit. Es ist ja wirklich wie Stechen. Es kommt immer in Aachen noch auf die Zeit an. This is where the hopes of Team Germany lie, on this rider and this incredible horse, Bobby. What is her time? There we are, 1:09. She's fast. She's going to do it. Go, Bob. Go, Bob. Yes. 3:02. Another her rider home inside the time. Perfect result for Team Germany. Und dann durch die Ziellinie wusste ich, schneller ging es nicht. Und das ist einfach Gänsehaut pur. Ich bin überglücklich. Bobby hat das so durchgezogen. Er war wirklich vom ersten bis zum letzten Sprung so auf Sendung und hat alle Aufgaben so top gemeistert. Ich war unheimlich schnell unterwegs, gerade schon am Anfang. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Eine wirklich beeindruckende Reiterin. Ich glaube, sie ist auch für viele ein Vorbild. Hast du ein Vorbild oder Vorbilder? Ja, natürlich. Ingrid zählt auf jeden Fall zu meinen Vorbildern. Sie ist auch immer jemand, den ich immer anrufen oder ansprechen kann und sagen kann, Mensch, du, wie mache ich das und wie geht das hier? Und sie hilft mir auch oft auf dem Turnier. Ja, beim Helfen sind wir gerade schon beim richtigen Stichpunkt, denn sie hilft nicht nur den Reitern im Parcours, sie setzt sich auch für viele Charity-Projekte ein. Wir sind froh, dass in Zeiten von Corona eine gewisse Normalität wieder eingetreten ist. Und es ist richtig schade, dass das Skihu Aachen in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise stattfinden kann. Wir sollten an diejenigen denken, die noch vor viel größeren Herausforderungen stehen. Gerade in ärmeren Regionen gibt es Mädchen und Jungen, die nach dieser Krise komplett den Anschluss verlieren werden. Und für 360 Millionen Kinder entfällt die einzige warme, reguläre Mahlzeit am Tag mit der Schulschließung. Es ist fraglich, ob nach der Krise sie auch wieder zur Schule zurückkehren können. Besonders für die Mädchen wird es eine ganz schwierige Zeit. Bitte unterstützt Plan International. Die Nothilfe, die Corona-Nothilfe mit dem Link unter dem Video oder auf der Planseite tut Gutes. Und das sollten wir alle unterstützen. Beim CHIO haben wir nicht nur einen Charity-Partner, wir haben natürlich auch einen Technologiepartner. Der nennt sich SAP, kennt glaube ich jeder. Vorhin habt ihr ja schon über den Eventing-Manager gesprochen und generell treibt SAP den Sport, die Technologie einfach voran. Letztes Jahr hier in der Aachener Sörs gab es nämlich zum Beispiel einen Reitsimulator. Hast du den gesehen? Ich habe den gesehen, aber ich habe ihn nicht benutzt. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich bin nämlich da drauf gekraxelt und ich hatte am nächsten Tag richtig dolle Muskelkater. Also, wenn das nur eine Simulation ist, möchte ich nicht wissen, wie es euch dann geht. Ich muss mein Pferd zum Glück nicht so viel treiben. Ich sitze drauf und lenke eigentlich nur. Ja, ich habe auch gehört, liebes SAP-Team, dass der ein bisschen faul war. Also vielleicht muss man da noch das ein oder andere am Pferdchen optimieren. An mir lag es natürlich nicht. Bevor wir da jetzt aber in die Tiefe gehen, stellen wir euch lieber nochmal unseren Partner vor. Als Partner des CHIO Aachen ist es uns wichtig, gemeinsam immer wieder neue Ideen zu entwickeln, um den Sport voranzubringen. Dabei ist uns vor allem das digitale Fanerlebnis sehr wichtig. Wir möchten, dass der Zuschauer in Aachen Neues erlebt, selbst Teil des Turniers wird, neue Erkenntnisse gewinnt, Analysen sieht, Einsichten, die er vorher nicht hatte und weggeht und einfach begeistert ist, was man heute mit Technologie im Sport auch für die Fans machen kann. Ein sehr schönes Beispiel für diese kreative und produktive Zusammenarbeit mit dem CHIO Aachen ist das Zuschauerrichten, das wir damals
noch ganz undercover in Aachen 2013 vorgestellt haben. Heute wird es auf der ganzen Welt benutzt, bis hin zu den World Cups, und erlaubt Millionen von Zuschauern, selbst die Richterrolle einzunehmen. Im vergangenen Jahr beim GIO Aachen konnten wir dann zusammen mit unserem Partner Racewood zum ersten Mal auch allen Fans, allen Interessierten die Möglichkeit geben, auf dem Simulator in der Aachener Söhrs zu reiten. Die Vielseitigkeitsstrecke des SAP Cup konnte erstmalig vom Pferderücken für jedermann erlebbar gemacht werden. Wir freuen uns sehr, dass wir das ab jetzt in unserem neuen SAP Equestrian Experience Center hier in Walldorf für alle Interessierten anbieten können. Mein erster Ritt auf dem Simulator war wirklich toll. Also es ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man das erste Mal drauf sitzt, aber ich habe Lust auf mehr. Ich würde mich gerne verbessern dabei, und es hat riesig Spaß gemacht, den Geländeparcours Aachen zu sehen, zu reiten, zu fühlen. Nicht auf dem echten Pferd, aber nahezu. Und ja, war toll. Technik kann auch Spaß machen, haben wir uns gedacht, und deshalb haben wir die Aachener Vielseitigkeitsstrecke mit einem klassischen Retro-Spiel kombiniert. Die Basis für unser neues Buzzwire-Spiel sind die elektronischen Daten der Vielseitigkeitsstrecke aus Aachen. Während der Reiter die Vielseitigkeitsstrecke abreitet, hat er einen kleinen Sensor an Bord, der real-time die Daten in unsere Systeme sendet, und von dort versorgen wir die App. Vor dieser Möglichkeit hatten die Zuschauer lediglich einen Zettel mit der Starterliste ausgedruckt vom Veranstalter. Jetzt haben die Zuschauer an der Strecke und auch die Zuschauer, die gar nicht an der Strecke sind, sondern sich irgendwo auf diesem Planeten befinden, die Möglichkeit, ihren Reiter und natürlich alle Reiter, das komplette Starterfeld, live auf ihrem Smartphone oder auch auf ihrem PC zu verfolgen. Aufgrund unserer Daten und Technologien sind wir in der Lage, zum Beispiel eine Vielseitigkeitsprüfung komplett zu simulieren. Und damit freuen wir uns besonders, dieses Jahr den GIO Digital zu unterstützen mit dem virtuellen SAP Cup. Dabei kann sich jeder sein eigenes Team der Champion of Champions aus den letzten Jahrzehnten beim GIO Aachen zusammenstellen und Teil des Ganzen werden. Wir erinnern uns alle gerne an die Anfänge unserer Zusammenarbeit zurück. Da haben wir uns in Kreativ-Sessions in unserem App-Haus in Heidelberg eingeschlossen, haben bunte Zettelchen geklebt, haben viele, viele Ideen entwickelt. Und einige tolle Projekte sind daraus entstanden, die wir heute stolz hier präsentieren können. Aachen ist ja die Bühne im internationalen Pferdesport. Und für uns als Unternehmen gibt es keinen besseren Platz auf der Welt, unsere Technologie einzusetzen und damit den Fans einen echten Mehrwert zu liefern. Im Gespräch mit dem Aachener Team gehen uns die Ideen nie aus. Und wir freuen uns schon sehr darauf, auch in Zukunft weiterhin einen Mehrwert für die Veranstaltung und für den Reitsport zu liefern. Eine beeindruckende Sportart, und wir können uns nur wiederholen, es ist super traurig, dass wir jetzt hier keine Pferde haben, auch bei dem schönen Wetter. Aber nächstes Jahr geht es ja weiter. Was ist deine Empfehlung für die Zuschauer? Warum sollten sie am Samstag hier zur Vielseitigkeit kommen und ja, sich das live anschauen? Aachen macht süchtig. Wer einmal hier war, wird immer wieder kommen. Da braucht man jetzt nicht mich fragen, da könnte man auch 100 andere Aachen-Zuschauer fragen. Einmal Aachen, immer Aachen. Auf jeden Fall herkommen. Speziell jetzt hier für die Geländestrecke und die Vielseitigkeit, hast du irgendwie einen Tipp, wo man sich hinstellen kann, wo es besonders schöne Bilder gibt oder was für Zuschauer spannend ist? Also das Wasser ist immer ein Publikumsmagnet, da spritzt es, da ist noch ein bisschen mehr Action, aber jeder Sprung hat eine besondere Aufgabe, die man vielleicht erkennen muss, aber dann ist jeder Sprung sehr spannend. Ja, es gibt ja auch schon Tickets fürs nächste Jahr, also man kann jetzt schon die Tickets online bestellen beim gio.de, deswegen lasst euch das nicht entgehen. Und ich muss dich jetzt leider schon verabschieden, es war sehr, sehr schön mit dir. Wir haben viel gelernt heute, und du bist ja als Reiterin nicht die Einzige, die hier die Strecke nutzt, sondern die vier Spänner haben ja auch hier ihren Hindernisparcours beim Preis der Schwarz GmbH. Ja, erster Platz im Aachen ist natürlich super.
Stimmung heute mit den Leuten war super. Und ja, man denkt, wenn du hier fährst, du hast Flügel und versucht eben noch ein bisschen mehr. Die großen Konkurrenten waren hier, aber die Hindernisse waren alle acht ganz schwierig. Und jeder Fahrer hatte ja, sieben gute und eine Fehler. Und ich habe ja, acht sehr gute Hindernisse gefahren. Und ich glaube, das war mein starker Punkt heute. Wir sind so unglaublich schnell und technisch gut und in die Wendungen vorwärts. Wenn ich selbst keine dummen Fehler mache, ja, sind sie sehr schnell. Wir kommen jedem Jahr nach Aken und das ist immer ja, unglaublich. Das ist nicht zu sagen, so viele Leute in die Strecke, alle geben Applaus. Und ja, es ist, die Leute sind super und heute mit dem Wetter, das ist ja, ein toller Tag. Vom Marathon zum Hindernisfahren und heute haben wir noch einen ganz besonderen Leckerbissen für euch und zwar unsere Fahrt-Challenge. Wir haben vier Top-Gespanne eingeladen, einmal Vater und Tochter und einmal Vater und Sohn zusammen. Familie Chardon gegen Familie Sandmann, die Niederlande gegen Deutschland, das ewige Duell. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gio Aachen Digital im Jahre 2020. Wir nehmen Sie mit ins Fahren, denn ja, leider haben wir kein Gio, leider haben wir kein Fahren, leider haben wir kein CAIO. Aber wir haben die besten Fahrer aus Deutschland und aus den Niederlanden eingeladen, um gegeneinander zu fahren. Und das ein Familienduell, nämlich klassisches deutsch-holländisches Familienduell. Frank Kempermann freut sich. Die Familie Sandmann und die Familie Chardon, die hier gegeneinander fahren, nämlich Christoph Sandmann und Eisbrand Chardon sehen wir gerade hier im Parcours. Die beiden haben die Parcours jeweils bei sich zu Hause aufgebaut und hoffentlich hat keiner geschummelt und die Abmessungen gehalten. Und wir sehen die beiden gegeneinander fahren. Sie werden dann die Staffel übergeben an ihre Kinder, ebenfalls ganz hoch erfolgreich im Vierspännersport, auch schon in den World Cups unterwegs und in den internationalen und auch Nationenpreisen. Also, links Christoph Sandmann und auf Rasen und rechts Eisbrand Chardon auf Sand unterwegs. Und das Schöne ist, Christoph Sandmann hat uns immer noch den Mitschnitt der Onboard-Kamera mitgeliefert. Wo wir ganz schön sehen können, die beiden gerade durch Tor Nummer 9. Da gibt es eine kleine Schleife zu fahren. Und Eisbrand Chardon schön von vorne gefilmt. Da sehen wir genau, wo die beiden auf der Strecke dran sind. Eisbrand Chardon, ja, einer der absoluten, darf so sagen, Megameister auf dem Bock mit 27 Mal, wo er die niederländische Meisterschaft gewonnen hat. Er war mehrfach Medaillengewinner bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Er ist viermaliger Weltmeister und zweimaliger Europameister. Die beiden, die sich hier nichts schenken im Parcours, aber natürlich die auch noch an ihre Sprösslinge, an ihre Jungen übergeben werden. Kommen wir später nochmal zu. Jetzt noch einmal zurück zu Eisbrand Chardon, der ja zu den Top-Ausbildern sowohl von Fahrern, aber auch von Pferden, also von kompletten Gespannen zählt. Und viele Pferde international sind unterwegs, beziehungsweise viele Gespanne international sind unterwegs, die er geformt hat. So, da sind sie oben eine leicht andere Linie gefahren. Nichtsdestotrotz kommen sie fast wieder gleich auf. Christoph Sandmann, der achtmaliger deutscher Meister ist, unzählige Male Zweiter bei den deutschen Meisterschaften geworden ist. Außerdem hat er den World Cup 2008 gewonnen, war Dritter in 2002, 3, 4 und 7 sowie 2009. Bronze bei den Europameisterschaften. Jetzt die Staffelübergabe an die beiden Jungen. Fast zeitgleich haben sie übergeben. Anna Sandmann, erst 25 Jahre alt, international schon aufgefallen, dass sie wirklich mit den Topfahrern international mithalten kann. Klar,
wenn es vom Vater an die Tochter oder vom Vater an den Sohn weitergegeben wird. Da sind bisher die Besten draus entsprungen, sowohl fahrermäßig als auch reitmäßig. Und Bram Chardon, der in diesem Jahr in der World Cup-Saison seinem Vater schon einiges abgenommen hat und ihn auch schon mal deklassiert hat, nach hinten geschoben hat. Heute müssen wir natürlich die Daumen drücken für Anna Sandmann. Heute müssen wir die Daumen drücken für das deutsche Team hier beim Gio Aachen Digital 2020. Hilft ja nichts. Und Anna Sandmann schlägt sich prächtig. Kommt gut dort um die Kurve rum. Bram Chardon ein ganz klein wenig hinter ihr an Tor Nummer 6. Jetzt Tor Nummer 7. Auch wieder Anna Sandmann leicht die Nase vorn. Die Nase des Vorderpferdes vorn. Es geht auf die Nummer 8. Anna Sandmann, die jüngste damals international unterwegs war. Und natürlich einiges gelernt hat. In Läden zu Hause sind sie. Wunderschön grün bei der Familie Sandmann. Aber auch Bram Chardon, der aus der Weltspitze in der Zwischenzeit nicht mehr wegzudenken ist. Und wie gesagt, seinem Vater alle Ehre macht und ihm auch noch gefährlich wird, wenn es um vordere Platzierungen geht. Wir hätten uns so gewünscht, die beiden zu sehen in der Aachener Sörs. Sowohl beim Kegelfahren, was ja auch Bestandteil des CIOs ist, als natürlich auch dann im Gelände. Legendär, die Vierspänner. Wenn sie durch das Rolex-Wasser donnern. Oder aber hochelegant im Richard-Talbot-Preis unterwegs sind. Anna Sandmann nun in den letzten Kringeln hat ein wenig Zeit verloren gegenüber Bram Chardon. Bram Chardon, der hier mit diesen vier Pferden mit mächtigem Trab durch die Diagonale kreuzt. Anna Sandmann lässt noch einmal fliegen, einmal galoppieren lassen, da wo es geht, geradeaus. Mit diesem Kutsche, mit dieser Kutsche, mit der Dressurkutsche kann man nicht wie mit den Marathonwagen richtig Vollgas geben, sondern muss man ein bisschen aufpassen, dass auch nur die vier Räder am Boden bleiben. Aber sie schlägt sich tapfer hier durch diesen sehr, sehr langen Parcours. 16, 17 haben wir gerade gesehen. Schön von der Onboard-Kamera sehen wir auch den rechten Fuß an der Bremse von Anna Sandmann. Diese Wagen haben ja auch eine Bremse. Und Bram Chardon fliegt ins Ziel und das in 5 Minuten und 30 hat die Familie Chardon beendet. 5 Minuten und 30, da kann die Familie Sandmann nicht ganz mithalten. Also der Sieg in diesem Jahr, Aachen Gio Digital, geht an die Familie Chardon. Damit, meine Damen und Herren, verabschieden wir uns mal wieder von zu Hause aus und hoffen, dass wir sie im nächsten Jahr wieder live sehen, und zwar in der Aachener Sörs. Viel Spaß. Ein rasantes Kopf-an-Kopf-Rennen und es geht jetzt auch mit den Sport-Challenges weiter. Wir kommen zur Dressur. Drei Reiter haben wir schon gesehen, Raphael Netz, Jessica von Bredow-Werndl und Isabel Wert, die auch aktuell mit 44,3 Punkten führt. Aber zwei haben wir ja noch, die an den Start gehen und heute sehen wir den Ritt von Steffen Peters. Thank you.
Die Konkurrenz hat schon vorgelegt und Steffen Peters hat jetzt alles gegeben, um da gleich zu ziehen. Ich finde den Ritt sowieso sehr gelungen. Einziger Kritikpunkt, der mir aufgefallen ist, er hat tatsächlich das Taschentuch erst nachher im Stand gezückt. Das haben die anderen ja schon in Bewegung gezeigt. Aber mal schauen, ob das überhaupt Auswirkungen auf die Note hat. Von den Zuschauern gibt es eine 7,8. Aber es zählt ja nicht nur die Zuschauernote. Wichtig ist ja auch, was die Konkurrenz sagt. Los geht's, habe ich jetzt hier als erstes den Steffen Peters mit Suppenkasper. Der Ritt von Steffen Peters hat mir sehr gut gefallen. Besonders gut fand ich die Piaffen, die fliegenden Wechsel, die Verstärkungen. Wobei er da eine Taktstörung hatte in dem starken Trab. Und bei der ersten Passage war auch ein Taktfehler. Und er hat vergessen, am Ende bei der letzten Mittellinie währenddessen das Tuch zu ziehen. Er hat es erst gemacht, als er gehalten hat. Also er hat es sich ein bisschen leichter gemacht. Hatte aber auch sehr, sehr viele Highlights drin, die mir sehr gut gefallen haben. Und ich würde ihm als Grundnote eine 8,5 geben. Allerdings ihm ein bisschen was abziehen dafür, dass er das Tuch eben sehr spät gezogen hat und eben die kleinen Fehler hatte. Deswegen eine Endnote von 8,0. Jetzt sind wir auf der Schlusslinie. Piaffe war wieder sehr schön. Ja, und das war es jetzt auch schon. Ich bin schon die ganze Zeit am Nachdenken, was das denn... Ah ja, jetzt kommt das obligatorische Winken mit dem Taschentuch. Sehr gut. Ja, also ich fand es insgesamt eine richtig schöne Aufgabe. Ziemlich fehlerfrei auch. Super schöne Pirouette, sehr schöne Wechsel, tolle Piaffen, Passage vielleicht noch ein bisschen gleichmäßiger, aber sonst war das wirklich eine runde Sache. Ich würde dann, wir dürfen ja von 0 bis 10 Punkten vergeben, mal mit einer 7,5 anfangen für den Suppenkasper. Guck mal, mit Suppenkasper, wer sagt's denn? Also der Steffen Peters ist ganz toll passagiert, hat richtig schöne Verstärkungen geritten, ist einfach auch ein tolles Pferd und ein tolles Paar. Ich würde ihm gerne eine 8,0 geben. Allerdings ist er ohne das Tuch auf der letzten Mittellinie geritten, was ja eigentlich ein grobes Verreiten ist. Deswegen würde ich ihm 0,5 abziehen und somit verbleiben 7,5. Jetzt die Bewertung. Wenn wir zusammennehmen, ein bisschen der zögerliche Anfang mit der Passage, die nicht so richtig durchzog, wo so ein bisschen auch das Gleichmaß noch fehlte. Pirouette super, das muss ich sagen, war richtig gut. Zweier gut, einer Fehler, immer auch jetzt im Verhältnis gesetzt. Jesse hatte da ähnlich auch kürzer. Auch ein bisschen da mit dem Gleichmaß noch in der Passage zu tun. Beide haben ein bisschen spät angefangen zu winken. Also ich bin jetzt für die 7,5. Beide ex aequo. Heute also beide second place. Von seinen Mitstreitern bekommt er eine Punktzahl von 30,5. Mit der 7,8, die ihr als Zuschauer gegeben habt, ist das ein Endergebnis von 38,3. Damit ist noch nichts entschieden, denn eine Reiterin wird noch starten, Fabienne Müller-Lüttgemeier. Ihren Ritt könnt ihr jetzt in der Spectator-Judging-App sehen und bis morgen um 9 Uhr abstimmen. Und dann werden wir auch morgen um 19 Uhr in unserer letzten Sendung sehen, welche Reiter sich vorne platzieren konnten. Fest steht, einen Sieger wird es auch in unserer Voltigier-Challenge geben. Und die Voltigierer machen es gerade richtig, richtig spannend. Aktuell führt Yannick Heiland mit 45,3 Punkten und die Konkurrenz liegt nur ganz hauchdünn dahinter. Und jetzt kommt ein Mann, der will diese Punkte garantiert überbieten. Wir schauen nämlich nach Frankreich zum amtierenden Welt- und Europameister Lambert Leclésio. So, als nächstes kommt Lambert Leclésio, amtierender Welt- und Europameister. Da bin ich mal gespannt, was der so reißt. Ich musste letztens übrigens... Das hat er nämlich für Frankreich gewonnen. Ich musste letztens an dich denken, Lambert, weil ich hatte nämlich noch so eine Packung mauritianischen, was war das? Espresso-Pulver. Den hat mir meine Schwester mitgebracht aus Mauritius. Und denn eigentlich ist er nämlich gebürtiger Mauritianer.
Trommelmusik. Rückwärts Handstand, Runtergang in den Stütz. Und dann wieder ist natürlich seine Kombination, die ihn ausmacht. Außenbodensprung. Kombination gefällt mir sehr gut. Doppelrolle außen. Das ist schon ja, extrem guter Voltigierer und auf jeden Fall auch zu Recht, dass er da die letzten beiden Jahre gewonnen hat. Minute kommt mir allerdings sehr lange vor. Junge, du lässt hier ganz schön Zeit. Ah, lustiger Handschuh, sehr untypisch wie. Wann wir es noch kommen. Ah, cool. Ja, super kühl, sehr cool, sehr weich. Ich finde überhaupt, der Voltigier so gut mit dem Pferd und so weich. Wie immer aber von ihm eine grandiose, gute Kür. Hat so ein bisschen noch so ein bisschen mehr zur Musik gefehlt. Also da hätte ich noch so eine Nuance mehr von ihm erwartet. Aber natürlich sonst seine Stärken voll ausgespielt. Das war Lambert Leclésio und die Voltigierer wollen sich wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Ich habe hier nämlich schon die Zuschauernote und bei den Zuschauern kam seine Vorführung richtig gut an. Die geben nämlich eine 8,5. Jetzt liegt es an der Konkurrenz, wo er damit landet. Komme ich zur Bewertung von Lambert Leclésio. Die Ausführungen der Übungen waren astrein. Das Trikot und Musikinterpretation hat mir gut gefallen. Allerdings weiß ich, dass er in seiner Choreo, da geht mehr. Dafür ziehe ich ihm auch ein bisschen was ab, weil da kann der mehr, das weiß ich. Ja, ich bin jetzt so ein bisschen unschlüssig. Also mir hat das Trikot gefallen. Die Musik fand ich sehr gut. Ich glaube, ich will noch mal eine Expertenmeinung. Sego, Sidi, was meinst du dazu? Ah, okay, ja, da könntest du recht haben, der Abgang. Ja, der Abgang am Ende, doch, der war sehr schön. Ja, gehe ich mal von 8,0 auf 8,5. Das Konzept vom Lambert hat mir sehr gut gefallen, sehr stimmig, in Choreografie zusammen mit der Musik und dem Outfit. Turnerisch fand ich ihn auch sehr stark. Allerdings muss ich sagen, 3 bis 4 Sekunden über der Zeit kann mal passieren. 12 Sekunden kann auch mal passieren. Das darf aber nicht passieren. Aufgrund dessen gebe ich ihm 9,5 Punkte. Ich muss sagen, die Vorspeise, der Anfang hat mir da ziemlich gut gefallen. Das waren so ein paar Übungen, die man sonst noch nicht so gesehen hat, gut verbunden. Im Hauptgericht und im Dessert, das hätte noch so ein bisschen besser aufeinander abgestimmt werden können. Ich fand nach dem mittleren Gang, der lag sehr schwer, war echt super gekocht. Dann kam aber das Dessert, das war dann echt extrem süß. Also da war der Unterschied, war mir dann ein bisschen zu groß. Aber ansonsten hat er natürlich seine Highlight-Übung abgerufen. In der Mitte war eine kleine Unsauberheit, das muss ich ihm leider abziehen. Konnte auch nicht so richtig was für. Aber so ist das Leben nun mal. Insgesamt hat mir die Performance aber schon sehr gut gefallen. Insofern gibt es hier von mir 9 Punkte. Der Lambert kriegt von mir auf diese Kür 9,5 Punkte. Sie war sehr, sehr cool, sehr sauber, sehr kreativ, super Musikwahl, hat alles super für mich zusammengepasst. Und ja, da gibt es also ein paar ganz Kleinigkeiten, nichts auszusetzen. Und er ist für mich eh einer der besten Voltigierer und ja, was kann ich mehr geben als 9,5 dieser super Kür. Von den Konkurrenten hat er 36,5 Punkte bekommen, plus die Zuschauernote 8,5, macht insgesamt 45 Punkte und damit landet er aktuell auf Platz 3. Morgen kommt dann ja noch eine, Jannika Derks, und für sie könnt ihr jetzt auch schon die Zuschauernote bestimmen. Einfach in der Spectator Judging App abstimmen und dann schauen wir morgen, was sie zusammen als Gesamtnote bekommt, wenn man die Noten der Konkurrenz dazu rechnet.
Unsere Zeitreise durch die Chio-Geschichte geht weiter. Wir haben schon die Anfänge gesehen, wie sich der Sport in der Nachkriegszeit entwickelt hat, und heute kommen wir zu den 80er und 90er Jahren. Tradition und Geschichte machen den CHIO Aachen aus. Deswegen findet man in unserem Museum auch ganz viele besondere Ausstellungsstücke, wie zum Beispiel die Stiefel von Hans-Günther Winkler. Und vielleicht schafft es ja auch eines unserer Funde vom Dachboden von Gut Heumesser eines Tages ins CHIO-Museum. Ah, Piet, komm mal! Was könnte denn das sein? Shisha? Auf gar keinen Fall. Wasserhahn? Wasserpistole? Das denke ich nicht. Wisst ihr, was ich immer wieder gefragt werde? Annika, wie sieht's eigentlich hinter den Kulissen vom CHIO aus? Und ganz ehrlich, da könnte ich einige Geschichten erzählen. Aber das würde so 2 bis 3 Stunden dauern und das wäre dann eine komplett andere Sendung. Deshalb habe ich einen anderen Tipp für euch. Wenn ihr Lust auf Backstage-Material habt, dann schaut unbedingt mal bei Facebook oder Instagram vorbei. Da gibt's nämlich immer wieder Behind-the-Scenes-Clips. Und natürlich konnten wir es uns auch in dieser Sendung nicht nehmen lassen, euch ein paar kleine Einblicke zu gewähren. Ein herzlicher Gruß an die Zuschauer des Weltfestes Pferdesports CHIO Aachen aus dem Richterturm. Es gibt 1 oder 2 Stadiensprecher, es gibt die Musik und natürlich ganz wichtig fürs Springen, es gibt die Zeitmessung. Und das erste Startsignal gibt natürlich immer der Richter mit dem Glockenschlag und dann geht hier alles seinen Gang. Das Spannendste hier oben ist wirklich die Atmosphäre. Also wenn man im Stadion sitzt, ist die Atmosphäre schon Gänsehaut. Hier oben aber noch mal einen Ticken mehr, weil man einfach alles im Blick hat.
Und was sehr spannend ist, durch die aufstellbaren Fenster hat man hier eine ganz tolle Akustik und fängt sogar die Töne, die unten in der Schleuse sind, ein. Also man kriegt auch sehr viel mit, was gerade im Einlass und im Ausgang los ist. Und das ist schon Gänsehaut-Feeling, gerade beim Nations Cup. Und Robby wird mir heute hier den Robby-Club ein bisschen zeigen. Man kann hier nämlich einiges erleben. Es gibt einen coolen Hindernisparcours. Ich habe gehört, es gibt ein ultra cooles Glitzer-Tattoo, was ich mir machen werde. Und werde nachher berichten, wie schön die Kids es hier denn haben. Welches Motiv ist denn am beliebtesten? Na, am beliebtesten ist das Chio-Pferd mit den ganz bekannten bunten Chio-Farben. Also das Besondere am Parcoursaufbau, am Parcoursdesign ist wirklich, dass man vor einem weißen Blatt Papier sitzt und alle Möglichkeiten hat, ein Parcours zu gestalten. Das ist hier etwas eingeschränkt in Aachen, weil wir natürlich feste Hindernisse haben. Also wir haben den Weiher, wir haben das Purvermannsgrab, das hier der Aachener heißt, dann haben wir diesen kleinen Hügel, auf dem wir jetzt stehen, dann haben wir zwei, drei Wassergräben, Buschochser, zwei feste Mauern auf dem Platz. Die kann man natürlich nicht verändern und das müssen wir in die Parcoursplanung mit einbeziehen. Ich liebe solche Behind-the-Scenes-Clips. Es sind einfach so viele schöne Momente, tolle Augenblicke und eben auch der ein oder andere Fail, den man da mal zu Gesicht bekommt. Apropos Fail, die passieren ja nicht nur bei solchen Veranstaltungen auch mal hinter den Kulissen, sondern tatsächlich auch im Turnierleben. Ich gebe zu, ich habe schon mal ein Sattelgurt vergessen. Hast du schon mal was vergessen, wenn du mit deinen Pferden los bist? Bei mir passiert das echt häufig, dass ich mein Jackett vergesse. Ich weiß nicht warum, es ist immer das Jackett. Immer das Gleiche? Was machst du dann? Ich habe tatsächlich jetzt eins im Anhänger, ein altes. Ach, du hast wirklich jetzt ein Ersatzjackett mitgenommen? Das ist mir wirklich so oft passiert. Ich muss meine Planung da mal ein bisschen überarbeiten, damit ich ein bisschen organisierter bin auf Turnier. Okay, es gibt dafür auf jeden Fall Lösungen. Ich habe von einer Dame gehört, die hat tatsächlich sogar angeblich schon mal ihren kompletten Sattelschrank stehen lassen. Und da ging es nicht zu irgendeinem ländlichen Turnier, sondern zu einem großen Championat. Aber davon erfahrt ihr jetzt gleich mehr. Das erzählt nämlich Tonde Ritter im Allianz Talk. Jeder, der sich mit Pferden auseinandersetzt, der auf Turnier fährt, hat eine Thematik. Und zwar Organisation, Zeitmanagement und wie kriege ich das alles unter einen Hut. An meiner Seite ist wieder Tonde Ritter. Und auch für mich hoffe ich wirklich, dass er jetzt einige Tipps und Tricks hat, die uns weiterhelfen, wie wir uns besser organisieren können, wie wir eben nicht viel zu früh auf dem Pferd sitzen am Abreiteplatz, viel zu spät. Ich habe ehrlich gesagt manchmal Chaos. Da bist du nicht der Einzige. Das beruhigt mich. Das kenne ich auch sehr gut. Wir haben dann irgendwann angefangen, einfach einen Zeitplan zu schreiben. Also fängt an mit Aufstehen, fängt an, vorher fährt vielleicht auch, wenn der Prüfung nachmittags ist, nochmal die Möglichkeit zu geben, auf den Paddock zu gehen, Führmaschine oder sogar nochmal zu Hause ein bisschen zu bewegen, dass mal der erste Dampf weg ist, wenn er das dann braucht. Und dann einfach einen ganz straffen Zeitplan auch mal zu schreiben, mit fertig machen, mit verladen, vorher einflechten, genügend Zeiten aufschreiben und dann deutsche Autobahnen auch mal so ein bisschen Zeit einplanen, überlegen, ist die Prüfung samstags nachmittags, wo nicht so viel Stau ist, oder freitags nachmittags, wo man dann doch mal in Panik gerät und man muss eine Meldestelle anrufen, können Sie mir bitte vielleicht verschieben, ich stehe im Stau, alles unnötig. Und da geht es ja weiter auf dem Turnier. Wir waren mal in Kreuth auf dem Turnier, deutsche Jugendmeisterschaften. Und da war ein Vater mit der Tochter da und die Tochter fängt dann abzureiten. Auf einmal sagt sie, ich brauche Fliegenspray. Und der arme Kerl, da musste ja fast einen Kilometer zurücklaufen, die Fliegenspray holen. Das artete wirklich in Spott aus.
für Papa anstatt für das Kind. Und das kann man alles ändern, wenn man vorher eine Tasche packt, wo Fliegenspray drin ist, wo ein Handtuch drin ist, wo ein Schweißmesser drin ist. Und alles Planung und alles ein bisschen nach vorne denken, auch ein bisschen abhängig vom Wetter natürlich. Man nimmt mal eine Decke mit, wenn es kalt ist. Oder man nimmt, wenn viele Fliegen sind, auch mal für nach der Prüfung, wenn man zurückführt, eine Fliegedecke mit. Planung macht Erfolg. Wenn man von Zeitmanagement redet, ein auch immer wieder schwieriges Thema, ich glaube für Dressur und für Springreiter, eigentlich für alle Sparten, ist, wann hole ich das Pferd aus dem Anhänger oder aus dem LKW? Wie reite ich ab? Wie viele Pferde habe ich noch vor mir? Immer wieder ein Thema, oder? Manchmal ist man so dran, dass man sagt, man muss jetzt Gas geben und manchmal denkt man sich, oh, ich habe noch 30. Ja, aber einen schönen Kaffee oder einen schönen Erfrischungsgetränk kann man auch noch nach der Prüfung. Und vielleicht muss man dann einfach auch ein bisschen mehr like richtige Sportmanager denken. Man kommt auf ein Turnier, eine geht schon mal Richtung Abreiteplatz, guckt mal eine Prüfung an, nimmt die Uhr in der Hand, sagt, pass auf, heute brauchen Sie nicht 6 Minuten für eine Prüfung, sondern die Richter brauchen etwas länger für die Notefindung. Wir brauchen auch mal 9 Minuten. Und dann muss man lernen, darauf einzugehen. Weil sonst ist man irgendwann, sagt, pass auf, ich habe 15 Starter, 6 Minuten, ich gehe dementsprechend zum Abreiteplatz, ich reite und reite und reite und auf einmal stelle ich fest, hey, die brauchen keine 6 Minuten, sondern 9 Minuten. Und dann ist man selber zu müde und über dem Pferd wollen wir ja mal gar nicht reden, der ist dann quasi schon übertrainiert und kann nicht mehr frisch im Viereck erscheinen. Und auch das gehört zum Zeitmanagement. Dann hoffen wir mal, dass keiner von uns den nächsten Turnierschrank irgendwo stehen lässt. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir und auch weitere Tipps und Tricks. Ich werde mir die Tipps zu Herzen nehmen und in Zukunft sicherlich nichts mehr vergessen. Die Reiter von unserer Sport-Challenge haben natürlich den Vorteil, dass sie zu Hause starten und alles parat haben. Und es geht jetzt mit der Spring-Challenge weiter. Wir sehen den Ritt von Luciana Denis. Tolle Ritte, die wir hier zu sehen bekommen. Und unsere Profis beweisen uns einmal mehr, dass sie nicht nur schnell, sondern auch stilistisch sehr schön reiten können. Und ihr habt Luciana Denis für ihren Ritt eine 7,9 gegeben. Das ist aber noch nicht das Endergebnis, denn auch ihre Konkurrenten haben wieder mitbewertet. Eine Bewertung für Luciana. In puncto Sommeroutfit ist Luciana natürlich ganz weit vorne. Ansonsten eine tolle, gelungene Runde, ohne Martingale geritten, alles im gleichmäßigen Rhythmus. Ich hätte mir jetzt vielleicht noch gewünscht, dass das Pferd eingeflochten ist, aber der Gesamteindruck ist einfach super. Und ja, was geben wir da? Ich denke, ich starte mal mit einer 8. Aber mit einer richtig guten 8. Ich vergebe für Luciana Denis eine 9,4, eine sehr hohe Note, aber ich fand, das war eine sehr schöne rhythmische. Pech, wie jetzt hier zum Beispiel mit dem den Fehlern gleich einmal zu beginnen und da merkte er, das ist natürlich nicht, erstens der Blumentopf ist in weite Ferne gerückt, die man damit dann noch ziehen kann und verzichtet damit.
Carlos Enrique López, Lizarazu. Oulin de Conde. Der sehr, sehr volksorientierte Reiter, der Kolumbianer Carlos Enrique López Lizarazu, macht bisher erst einmal alles richtig hier mit seiner Stute. Inwieweit das Tempo, welches er anschlägt, am Ende das Richtige gewesen ist, das weiß ich nicht. Wage eher zu bezweifeln, dass es am Ende nicht ausreicht. Ist jetzt da zum Beispiel schon einmal hinüber. Aber nachdem es bis dahin keiner geschafft hat, auch erst einmal ohne Abwurf zu bleiben, ist das erst einmal auch eindeutig das beste Ergebnis. Und Carlos Enrique López, Lizarazu und Oulin de Conde. Nicht einen, sondern zwei, aber eben, ich hatte es gesagt, bisher noch keiner, der überhaupt ohne Abwurf das Ganze absolviert hat, er der Erste. Und am Start ist Vertigo du Désert, 10 Jahre alt, ein französischer Waller von Miller Cartago und Luciana Diniz, Portugal. Die Vorjahreszweite hier im Großen Preis, Luciana Diniz. Dieser Schimmel, Vertigo du Désert, dieser Nachkomme des My Lord Cartago, und nicht nur aufgrund seiner Resultate der Tage zuvor wirklich beeindruckend. Brachte sie unter anderem auch in den letzten Wochen Knocke, zum Beispiel auch schon im Großen Preis. In Casquet. Champions Tour waren die beiden ebenso wie in der Global Champions Tour Etappe in Hamburg. So, den Ansatz ähnlich, die Situation wie zuvor. Carlos Enrique, der aber, oder sie ist noch etwas schneller. Sie ist noch schneller. Sie könnte die Erste jetzt vielleicht sogar schon sein, die hier im absoluten Maß der Zeit, leider nicht ganz, hatte das Tage zuvor ebenfalls auch schon. Aber dennoch eine ganz brillante Runde. Das muss ich hier noch einmal beipflichten. Starke Springen hier des Schimmels, hier dieses My Lord Cartago Sohnes mit sehr, sehr gutem Einteilen. Noch nicht ideal, weil dafür ist das Ergebnis nicht ganz ideal, sondern eben, es ist hier lediglich dieser eine Zeitstrafpunkt. Ja, jetzt muss sie vielleicht noch ein ganz klein wenig auch zittern, denn es sind zehn, die in die nächste Runde hineinkommen oder eben alle Nuller. Ist es so, dass wir, ich sag mal, 4, 5 Nuller haben und damit die Zeit
Runden ebenfalls noch eine Chance haben, dann hat sie natürlich wirklich die gehobene Chance, auch hier nochmal gleich um den Sieg mitzureiten, hier im Allianzpreis. Guillaume Foutrier, Chin de la Tour, Tochter des Chin Nakos. Auch einer, der diese Schlusssituation doch mit 5 Galoppsprüngen hier absolviert hat. Alleine auch so ein bisschen die Situation vielleicht noch ein bisschen auch Zeit gut zu machen oder besser gesagt Zeit nicht zu verlieren. Aber ein Teil wenig verloren war es bis dahin ja schon hier bei Chin de la Tour, denn wir hatten diesen einen Abwurf. Dennoch sehen wir, schafft man es wie auf diesen letzten Metern vielleicht auch mit einem weniger zum Beispiel das zu machen, dann schafft man es auch die Zeit einzuhalten. So, Daniel Deuser, Heiner Engemann, im Gespräch und während wir jetzt kommen zum nächsten Franzosen, Olivier Robert, Vivaldi de Meneux, der Chippendale Nachkomme. Tippen Sie wieder mit. Geben Sie uns dann darüber hinaus auch kund, wie Ihr Know-how eben ist über die Spectator Judging App. Sie haben es gerade gesehen, nach B ist jener Sprung. Dieser Einsprung in diese zweifache Kombination mit diesen schwarzen Stangen vorhin auch schon mehrfach. Hier kommen wir jetzt noch schon einmal zu diesem Element, der auch hier wieder ein bisschen wackelt und klappert. Sehr, sehr hoher Einsprung. Die Zuschauer meinen, dass das Hindernis ist, welches am meisten fängt. Eins, zwei, drei, vier, fünf setzt er an. Gute Voraussetzung, um am Ende vielleicht doch der Erste zu sein, der hier strafpunktfrei bleibt. Olivier Robert, der Franzose, Vivaldi. Die erste fehlerfreie Runde im Allianzpreis. De Meneux. Erste Nullrunde. Tja, wir haben lange warten müssen. 32 Paare haben wir ja insgesamt. Nach dem 11. jetzt hier erste Mal die Situation, dass wir verkünden dürfen. Der ist schon mal sicher dabei. Vom Diamant de Saint-Denis und Penelope Le Prévost de la France. Ach, der große Andiamo Semili, der 9-jährige französische Hengst, großartige Konstellation. Diamantsohn unter Penelope Le Prévost. Kriegt aber leider auch sie hier einen relativ frühen Fehler. Lässt es auch damit jetzt hier bewenden. Keine Chance, sie hinter dem
Mittags. Der Allianzpreis, meine Damen und Herren, wird gerichtet mit einer Siegerrunde. Das heißt, von den 32 Diamant, dann Mouget de Manour, Oukas, ganz, ganz interessant. Und diese Mutter, die Mutter jetzt hier von Andiamo, die Stute Tati du Palis, darüber hinaus auch noch mehrere gekürte Hengste hervorgebracht. Top Gun Semili, ein Sohn des Caprice Boamargo, war ebenfalls hoch erfolgreich im großen Sport. Miami de Semili. Und am Start ist nun der 10-Jährige in den Niederlanden gezogene etc. Sedinus von Mark Hautsacher aus den Niederlanden, der Netherlands. So, Mark Hausacher, der im Sattel sitzt, von Stederhoffs Edinus. So, und die Erkenntnis, bisher noch nicht so viele Nuller, also bin mal gespannt. Diese Doppelochser hier zu Beginn in dieser Dreifachen, die haben natürlich auch schon... sind schon Kracher. Schade, ich wollte eigentlich noch zu Andiamo vorhin sagen, der im Übrigen auch in Deutschland vertrieben wird, über Jochen Tietz.
einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen hier auf der Geländestrecke in Aachen und herzlich willkommen zum CAIO Aachen Magazin. Ich habe es ja schon angekündigt, uns erwartet heute Action. Denn heute im Fokus stehen die Vielseitigkeitsreiter und die Fahrer, aber natürlich nicht nur die, denn wir haben auch noch Dressur, Springen und weiteres tolles Programm. So, jetzt darf er ran. Ludger Baerbaum musste so lange warten und tritt an mit Cool Feeling. Der darüber hinaus uns sehr, sehr gut an diesem Wochenende bisher gefiel. Erinnern an den Tagen zuvor schon. Und auch die ersten Sprünge jetzt hier gerade mit viel Frische. Mit wirklich passendem Volumen, mit passender Vorsichtigkeit. Aber das ist der Tipp, man tippt auf 8. Somit würden dann noch 2 mit einem Zeitstrafen. Schade! Entschuldigung. Digitaler CAIO heißt leider auch, dass eben hier auf der Geländestrecke, im großen Springstadion, im Deutsche Bankstadion, dass da keine Prüfungen stattfinden. Aber es heißt nicht, dass es keinen Sport gibt. Ihr könnt euch natürlich unsere Real-Life-Streams anschauen. Und ich will noch nicht zu viel verraten, aber morgen wird es da tagsüber auch nochmal richtig, richtig spannend. Für mich war vor allen Dingen faszinierend der virtuelle SAP Cup. So etwas gab es noch nie, vor allen Dingen auch das Starterfeld. Es sind Teams angetreten, die nie gegeneinander angetreten sind. Und das Ganze konnte man heute live sehen. Upgun Luvo going so well for her though. Sandra Ofarth heads on. The Deutsche Bank complex out at the very far end of the course. Pops bravely off the bank there. No problems at all. Now this is the last chance for Germany. As Nicole alluded to, they've got about a third of the starters in this champion of champions. But at the moment, it's Britain's Zara Tindler leads. Sandra Ofarth, Upgun Luvo, they pop through the two parts of the Turkish Airlines. They start to come back now towards the main arena. They jump that double of tractors just outside the main arena and they come on. And now the electric atmosphere in here, it's almost as good as Mercedes-Benz Nations Cup night. They're down into the water. Look at this now, the arrowhead and the terrain even in the arena being used so cleverly by Rüdiger Schwarz over this corner. 11 seconds they can afford. Look at this, they're over the double of hedge, but they're into time. Oh my goodness, they're 12 seconds over. 4.